Essen, lieber Gerald? Das ist unglaublich spannend. Das ist unglaublich spannend und das, man kann da nichts richtig Wissenschaftliches dazu sagen. Noch nicht. Aber es, ich will etwas andeuten, wo ich es auch wieder, wo ich Sie auch nur einladen kann, ob Sie das nicht eventuell weiterdenken wollen. Und zwar würde ich Sie gerne wieder in diese wunderbare in dieses Denkmuster einladen, das ich eigentlich ständig anwende, dass ich nicht frage, was ist denn jetzt hier, was passiert hier auf dieser Ebene, sondern auf was greifen die Personen in diesen Interaktionsmustern zurück? Also ist es nicht unter Umständen so, dass wir das Phänomen, was Sie jetzt mit diesem Problem haben, das sehen Sie so, die Beteiligten sehen es auch so und das ist alles im Hier und Jetzt und so wird es dann auch aufgestellt. Und wenn wir so als Unbeteiligte daneben sitzen und da plötzlich eine bestimmte Konstellation auftaucht, dann haben wir als Unbeteiligte am Rande eine Vorstellung davon, wie es sein müsste. Und zwar unabhängig davon, wie es da jetzt ist. Es wird so aufgestellt, wie es ist, aber wir wissen, wie es sein müsste. Ich würde das gern mal demonstrieren, am liebsten gleich mit dir, indem wir jetzt mal das Problem aufstellen, dass zwei Menschen bisher sich ständig gestritten haben. Also wir haben noch nicht die Chance dazu gehabt, dazu haben wir und zu wenig. Wir haben uns, wir nehmen mal an, es wäre. Wir tun mal so, als hätten wir uns ständig gestritten und es käme jetzt dazu, dass wir jetzt das Publikum fragen sollten, wie müssten wir uns jetzt eigentlich hinstellen, wenn wir gemeinsam ein Projekt umsetzen wollen. Das kann jetzt eine Ehe sein oder eine Versöhnung oder ein Familienunternehmen, was auf einmal wieder in eine bestimmte Richtung geht. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass wenn wir uns jetzt die ganze Zeit gestritten haben, uns der Mediator so aufstellt. Ja, also dich so, das geht alles ganz schnell und mich so. Das ist ja eine schöne Stellung. Ja, das wäre nah und kontrovers. So, und da wird doch jeder, der hier sitzt, wird doch, also wenn einer von Ihnen jetzt hier stünde und sagt, jetzt wollen wir das eine Lösung finden, der wird uns so auseinandernehmen. Der wird also sagen, hier, fühlst du dich da wohl? Also ich finde die Nähe gar nicht so übel, aber... Meinst du, dass wir das Problem so lösen? Sehr unwahrscheinlich, weil wir es ja gar nicht gemeinsam sehen können. Und dann... Und das weiß aber jeder. Das wissen Sie alle, wie Sie hier sitzen. Das intuitive Wissen, wie man stehen müsste, damit man gemeinsam wieder in eine Öffnung kommt, in eine Problemlösung kommt. In der Tat. Jedem bekannt. So. Dann gibt es noch diese, die spielen wir jetzt auch noch durch, das mache ich mit dir besonders, diese Variante, dass uns jemand dann so hinstellt. Ne? Ja. Meinst du, dass wir so vorwärts kommen? Nein, ich würde sagen, jedes Thema wird zur Schwierigkeit, weil entweder sehe ich dich oder das Thema, nicht? Okay. Und was wir jetzt hier sehen, ist, dass wir offenbar beide und Sie alle, wie Sie hier sitzen, eine bestimmte intuitive Erfahrung haben, ein intuitives Wissen haben darüber, wie zwei Menschen stehen müssen, damit die ein Problem lösen können. Und jetzt können Sie sich fragen, wo das herkommt, dann sage ich Ihnen, das kommt aus Ihrer ganz frühen Kindheit. Da haben Sie gelernt, wie Sie sich hinstellen müssen, damit Ihre zwei Grundbedürfnisse, die Sie nun mal haben, in der Beziehung zu einem anderen Menschen, das kann die Mutter gewesen sein, das sind aber auch alle anderen Beziehungen gewesen, damit die auch umsetzbar sind. Und während der schon vorgeburtlichen Entwicklung haben wir beide und Sie alle ja diese zwei Grunderfahrungen gemacht, nämlich man möchte gerne verbunden sein und man möchte aber auch gleichzeitig wachsen dürfen. Jetzt hätte ich zwei Zusätze. Okay. Erstens eine kleine dritte Miniaturerfahrung, die zu dem passt, was du sagst, und ein Miniaturexperiment, das dem, glaube ich, widerspricht. Okay.